Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Es ist wieder Zeit für Samyang Sunday, aber dieses Mal mit einer ganz besonderen Folge, denn wir wollen eine kleine Challenge machen. Danke an Flatty an der Stelle, der hat mal wieder alles gegeben, den Kopf ausgeschalten, sich irgendwo in ein tolles Abenteuer reingestürzt mit Samyang's Three Spicy Nudeln. Habe ich gedacht, wie kann der nur das? Möchte ich auch mal probieren, das möchte ich mal nachmachen. Ich habe das so noch nicht gemacht, denn er hat sich eine Packung Three Spicy genommen, hat das Nudelnetz nicht gekocht, hat das so roh einfach gegessen und trocken. Machen manche ja, ne? Die das einfach da Zeug drauf machen und essen das. Sind ja frittierte Nudeln schon. Und er hat sich die Three Spicy Soße auf das Nudelnetz drauf und das einfach so gegessen. Er hat mit Schärfe gar nichts am Hut, so wie er immer sagt. Ihm war das dann auch zu scharf. Er musste dann auch relativ schnell trinken. Er hat dann auch abgebrochen. Das war alles zu viel, das war zu heftig, das war zu brutal. Ich kenne es nicht. Ich möchte es jetzt mal ausprobieren, wie das wirklich ist. Eigentlich wollte ich warten bis zum Wochenende, wenn es mir besser geht, weil ich immer noch erkältet bin. Schnupfen, Nase, alles hin und her. Ich glaube, da ist, wenn der Körper so weit unten ist, ist Schärfe noch schlimmer, noch unerträglicher. Aber vielleicht macht es auch einfach nur die Nase ein bisschen frei. Deswegen schauen wir mal. Wir haben jetzt hier noch eine Packung Three Spicy. Die machen wir jetzt auf. Ich musste eine nehmen, die noch nicht so kaputt gedrückt ist. Wir geben das jetzt hier auf den Teller drauf. Ah! So. Jetzt haben wir hier das Soßentütchen, wir haben hier die Flakes und wir haben hier jetzt das Netz von den Nudeln, was natürlich nicht scharf ist. Wir drehen es einmal rum, wir legen es uns jetzt so hierher. Euch stellen wir mal kurz noch ein Stück zurück, dass ihr hier alles seht. Dann machen wir die Three Spicy Soße drauf, den ganzen Beutel. Da wird auch nicht gegeizt, einfach den Beutel da drauf geschmiert, das packen wir mal hier oben hin. Wir hoffen, dass der Tisch nicht so voll geschmiert wird. Einfach mal hier drüber Three Spicy Soße schön verteilen. Kein Klecks in der Mitte, sondern einfach nur rundherum einmal gewühlt, einmal gemacht. Ich werde das Video von Flatty nebenbei auch einblenden. Hier geht es an sich auch nicht um Schnelligkeit, es geht darum, schafft man das? Schafft man das ganze Ding zu essen oder muss man trinken? Ich glaube, wenn man trinkt, dann zählt es schon nicht mehr. Wenn man abbricht, dann zählt es halt auch nicht. Jetzt habt ihr hier natürlich die Soße drauf, die Three Spicy Soße. Und was noch wichtig ist, das Tütchen hier, da sind Flakes drin. Das sind keine Chili-Flocken. Das ist Sesam und Algen. Weder Sesam ist scharf, noch Algen sind scharf. Das ist nur so ein bisschen als Deko. Das packt man jetzt hier noch mit drauf. Ein bisschen verteilt, dass das nach was aussieht. So, wie ein Stück Kuchen. So muss man das machen. So ist das doch genial. Jetzt halten wir es nochmal kurz in die Kamera fürs Thumbnail, dass wir das noch haben. Das ist also hier mein Three Spicy Klotz. So, für das Thumbnail, das muss so reichen. Eigentlich hätte ich noch ein Bild machen müssen von der Sache für Instagram. Aber wir lassen es jetzt mal. Wir holen euch jetzt hier ran. Wir beißen jetzt einfach mal hier rein. Und gucken mal wieder. Die Soße ist schon durch das Netz durchgelaufen, durchgetropft. Wir müssen jetzt kurz hier hin. Guckt es euch an. So sieht's aus. Und jetzt, let's go. Ich bin gespannt, ob es mich komplett umhaut oder wie auch immer. Bisschen brennt tut das, aber nicht so wie gerade eben, als ich die Soße so aufgeleckt habe. Boah, das brennt voll. Boah, jetzt kommt das langsam durch. Ist halt sehr trocken, schmeckt total nach Heu irgendwie, aber egal.
diese Schärfe und dieser bittere Nachgeschmack hinterher. Boah. Also momentan würde ich sagen, es ist noch nicht so scharf. Sonst ist es ja auch, die Nudeln sind dann immer heiß. Die scharfe Soße kommt drauf durch die Hitze. Wird die Schärfe nochmal angeregt. Das ist ja alles kalt und trocken. Da kann die Schärfe sich eigentlich gar nicht so ausbreiten. Na gut, neutralisiert Ton. Die Billo-Mezzo mix nicht wirklich. Aber ich habe vorgesorgt. Ich habe hier noch diesen Kürbis-Apfelmus vom Beer Junker, von der auch noch diese Samyang-Packung noch existiert oder existiert hat, die ich jetzt gerade verspeise. Vielen Dank nochmal dafür. Und diesen Kürbis-Apfelmus werde ich jetzt so zur Neutralisation trinken. Ich kann auch nicht mal richtig sprechen durch die Schärfe. Also geschmacklich muss ich auch sagen, finde ich es absolut gar nicht gut. Aber es ist auch nur eine Challenge. Boah. Also die Soße ist auf jeden Fall schön in das Netz eingedrungen, hat sich seinen Weg gebannt in die Mitte, nach unten hin, sodass das ganze Nudelnetz sauciert ist. Alter, das brennt gerade meine Lippen auch noch so richtig ab. Die Nase läuft, die Augen drehen. Ich bin eigentlich einer, der nie scharf ist. Das haut mich jetzt erstmal richtig um. Ich glaube, das werde ich nachher, nachdem ich das Video beendet habe, noch gemütlich aufessen. Sehr langsam und gemütlich, wohlgemerkt. So, an dieser Stelle werde ich jetzt auch das Video beenden. Und immerzu hat man Probleme, Luft zu holen, weil die Nase einfach trotzdem zu ist. Aber egal. Also,
Der Nudelklotz ist geschafft, der ist gegessen. Jetzt ist immer noch ein bisschen was hier auch runtergebröckelt, so einzelne Sachen. Hier ist auch noch viel dabei. Naja, viel Schweinerei. Das können wir euch versuchen in die Hände zu nehmen und so zu essen. Das erinnert an das Naturin-Video, Too Spicy Nudeln mit der Hand essen. Das fand ich auch stark. Also kann ich verstehen, wer mit Schärfe gar nichts am Hut hat, dass das dem einfach zu scharf dann ist, dass das zu viel ist, too much. Seht ihr auch, ich habe zu kämpfen, ich habe zu leiden, ich merke das richtig, das geht nicht spurlos an einem vorbei. Das fand ich schlimm, diese ganzen trockenen Stellen, die mit Soße fand ich sogar noch besser, aber gleichzeitig hast du dann natürlich wieder Schmerzen wegen der Soße, aber es ließ sich besser essen, als wenn du nur diese trockenen Stellen hast. Ansonsten würde ich sagen, war es das jetzt erstmal. Von meiner Seite aus. Ich fühle mich, als wäre mein ganzes Gesicht geschwollen. Als würde mein Kopf gerade immer größer werden und würde gleich platzen, als hätte ich dicke Backen oder sonst was. Die Lippen fühlen sich auch so an, als wären sie angeschwollen. Und jetzt kommt man frisch aus der Schönheits-OP. Der Rotz läuft jetzt, glaube ich, hier runter. Gleich noch an die Oberlippe, den saugt man auch gleich noch ein mit weg. Aber trotzdem, danke Flatti für die Idee, für diese Challenge. Mal gucken, Jinaya hat gesagt, sie will das auch mal ausprobieren. Mal gucken, ob die Birshanga das auch mal ausprobiert. Die ist ja auch so ein Samyang-Fan und macht ja auch Videos. Ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.